Und gerade bin ich hier mit dem ThyssenKrupp-Aufzug gefahren und dann lande ich auf einmal in so einem italienischen Restaurant. Ich wollte ins Erdgeschoss fahren, habe ich auf E gedrückt, bin ausgestiegen und dann waren das schon, habe ich einfach den Schildern zum Notausgang gefolgt, zum Treppenhaus, und dann konnte ich rausfahren und die haben mich die Leute angeschaut, als ob ich, der Blick war einfach unbezahlbar. Denn ich schaue auch nirgendwo, dass der Aufzug nur für mich auch da oder so nutzbar, dass man mit diesem Aufzug, dass man mit dem zweiten Aufzug nur als Personal mitfahren, nur Mitarbeiter mitfahren dürfen, stand da nicht drauf. Das heißt, egal, wir haben ein Video gemacht. Was hatten Sie den Ausgang ausschildern? Und nicht einfach sagen, oh, da ist ein Aufzug. Schalten wir ein, drücken auf die Taste E und dann landen wir wirklich in einem italienischen Restaurant. Hier waren wir in jetzt zurück zum nächsten Aufzug, Baujahr 1961. Aber das nächste Mal wissen wir, dass wir bei dem anderen Aufzug die so Taste K drücken müssen, um zum Ausgang zu gelangen. Ich dachte, das wäre ein Kellerzugang, aber nein, das war der Ausgang. Aber hier drüben. Ja, jetzt wieder zu dem Aufzug her, der ein sehr schöner Tempo-Aufzug aus Münster.